Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte irgendwo in Thüringen. So 3.0. Ja, dann mal die Seemaschine ausfüllen. Hat ja verwarten nicht geklappt. Wollte man wieder mal nicht. Also geht's auch mal Richtung Feld Nummer 42 und da sehen wir jetzt, ja, Weizen nicht. Wir schauen mal was an, was wir noch machen können. So. Tja. Aktuell haben wir noch nicht entschieden. So. So, immer aufklappen hier. So. Oh. Hier mal ganz kurz. Sack wird auffüllen. Und dann gleich mal später Anschluss Dünger, ne? Und jetzt suchen wir uns mal eine Frucht aus. Das wäre zu früh. Luzern haben wir gerade gemacht. Wir machen mal Klee, das sieht man. Machen wir Klee. Warten ja auf 12 aufkommt, das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nur, dass auf Feld Nummer 38 und 60, da will ich Mais rausbringen. Allermeisten werde ich so isolieren, also mit Ballen. Aber ich glaube, dass ich Ackergras, mal sehen. Oder ich mache nur Mais-Silage, also im Silo, ansonsten Ballen, mal sehen. Hängt davon ab, wie viel von dem Zeug kommt. Ne? Ackergras recht viel ist, sind vielleicht bald ein bisschen leichter. Ne? Muss ich mal sehen. Diese roten Punkte machen wir weg. So. Ich probiere mal Klee. Hat man noch nicht. Die Kühe wollen sicherlich haben. Als Silage. Ja, ansonsten die kleinen Wiesen, da werden wir auch aber auch Ballen pressen, ne? Also die kleinen Wiesen machen auf jeden Fall Ballen. Da machen wir keinen Sitz rein. Das Sägewerk wird man kaufen. Weil da habe ich mir jetzt entschieden, das kaufe ich doch noch. Weil ich den Verdacht, dass wir für die Produktion hundertprozentig brauchen werden, und zwar, ich komme wieder auf Paletten. So, der von der 41 schon erste Runde fast rum, also die erste Runde ist rum, zweite macht jetzt gerade, und wir werden gleich auf das nächste Feld gehen. Ist ja auch relativ klein, hat leider mit der 37 so nicht geklappt, verbannt, muss einer mit klarkommen. Eine Seemaschine. Warum genau? Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ist halt so. Auf der 10 arbeitet ja auch einer. Nur. Also in diesem Zeitpunkt keinen frei gehabt. Nacharbeiten muss ich eh. In der Mitte und am Rand. So. Da sind wir. Die 47 ist auch noch was frei. Da muss ich noch entscheiden, was da kommt. Bin mir nicht ganz sicher. So. 42. 0. 1. Kurzgenerierung. Und zurück. Einstellen. Das ist Feld Nummer 42. 42. Aussaat. Ja, kann man ersparen, ne? Das mache ich auch Getreide, weil das ist ja die Maschine dafür. Nicht wegen Klee und so. Das nur das Weiß, das ist Kartoffel und Rüben würde ich eine andere Maschine nehmen, wahrscheinlich.
hat andere, zum Beispiel P. Da würde ich eher Einzelkorn nehmen, ne? Also hier Tieflogger, Düngetechnik. Ne, das nicht. Sondern eher. Fällt nicht so schnell nicht. Seetechnik. Düngetechnik. Ah, Einzelkonto oben. Da würde ich eher so eine Maschine nehmen. Also hier sowas zum Beispiel. Und da. Die macht halt nur Mais, Soja und so ein Zeug, ne? Rüben. So, gut. Dann wollten wir noch Eckenbolz. Der arbeitet fleißig. Und wie werden wir den zurückfahren? So fällt nur 12 und dort beim Flügen mit einsteigen, ne? Ist ja nicht gespeichert. Ja, besser wie im Hoch, ne? So. 47 weiß ich noch nicht genau. Wird sich was finden. Ob wir 42 gespeichert, ich glaube schon. Ja. Ja, wollte ich sagen, ne? Also hier geht's weiter mit der Aufsaat. Die ganzen Felder, die ich noch vor mir habe, und dann bleibt nachher einer ist fertig. Ach, das ist hier der Flugmeister. Das ist typisch. Denn der wollte besser arbeiten, der Helfer. Aber das ist, naja. Ui. Fast fertig, ne? Mit dem Flügen. Muss ich mal so weit fahren, dass ich sehen kann. Aha, kann aber bisschen rechts rüber, ne? Gibt Vollgas, aber bergauf mag er nicht. Gut, Helfer rein und kann er Gas geben. Und wir fahren dessen hier weiter. Der fährt der zweite Runde. Der ist jetzt Dünger, Weizen. Also hier werde ich auch zu Not mit dem Helfer weiterarbeiten. Weil das speichert jetzt nicht ab. Oder? Besser ist, ne? So, Feld 37. Geht nämlich deswegen darum, falls ich das Spiel beende. Und dann ist der Kurs dann gespeichert. Ansonsten beginne ich von vorne. Getreide 15 Meter. Ist ja egal, Hauptsache ich habe einen Kurs. Kann man noch löschen zur Not hinterher. So. Luzerne sieht gut aus. Ja, Dünger arbeitet auch rein. Hauptsache nicht so kalt. Ansonsten, naja, gut. Bisher hat immer Glück gehabt, ne? Ja, vier Arbeiten. Ne, einmal Klee, einmal Gerste, Weizen und Luzerne. Und ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich kenne Luzerne so eine Art. So.
Ja, schöne blühende Pflanze, ne? Mehr weiß ich auch nicht. Was ich weiß, Luzerne hat tiefe Wurzeln und ist weniger anfällig auf Trockenheit. Also Gras ist ein bisschen empfindlicher und Luzerne eher nicht. Aber wie gesagt, Ackergras haben wir jetzt da. Nee, Elefantengras glaube ich. Auf Feld Nummer 29. Dann Klee und Luzerne ist eigentlich genug Gemüse. Dann müssen wir näher was anderes machen. Auf Feld Nummer 12. Ja, mal sehen, ne? Normales Gras, weiß nicht so viel. So viel Silage brauchen wir gar nicht. Kartoffeln. Wir haben eine Abwechslung, ne? Ja, mal sehen. Wenn da so einfällt. Ich meine, zwei Felder sind noch hier noch mit Mais zu machen und die 700 ist auch ziemlich groß. Oder ich mache mal Sonnenblumen und Soja, das kann ich auch machen. Also von daher. Ja, das kann ich auch tun. Sonnenblumen oder Soja. Also eher Sonnenblumen, ne? Das ist auch eine gute Option. So. Dann X. Junge, wieder beendet. Na, dann machen wir gar nicht mehr. Machen wir alleine hier einen starken Traktor. Hier hoffe ich jedenfalls, dass er stark genug ist. Ansonsten holen wir gleich Zwillingsbereifung. Bei Kettle und Korps habe ich mit ausgepumpten Lenkrad. Man muss es aber halt einstellen. So, hier machen wir die Reifen breit. Also, hat der vorne ein Gewicht? Ja. Haben wir Allrad? Ja. Dann machen wir Zwillingsbereifung, zumindest doppelt. Ja. Stauerne. Heile? Ja. Stellen wir hier mal hin. Ich werde hier vorne doch ein bisschen wahrscheinlich Parkplätze schaffen. Ansonsten habe ich ein Platzproblem. Kleines. Traktoren kriege ich ja locker untergebracht. In der Scheune, sagt man so, ne? Oder in der großen Halle. Aber die Gruppe und die Sämaschinen und alles. Gut, die Sämaschinen geht auch noch irgendwo rein. Aber mit dem Flug ist das ungünstig. So. Mal ganz kurz Gewicht reparieren. Traktor auch. So. Motorleistung kann so bleiben. Breitreifen und Gewichte. Dann machen wir breiter, dass er vielleicht ein bisschen mehr Grip hat, sagen wir so, ne? So. Der hat da über 500 PS, da muss er den Flug normalerweise ziehen ohne Probleme, ne? Ja, 12 ist ein bisschen blöd zum Flügen, also mit der KI hat er Probleme. Aber so viel ist ja nicht mehr, ne? So. Absenken.
Ja, das hat's gebracht, ne? Wird laut, aber sonst geht's. Bei mir jedenfalls. Bei euch? Also ungefähr müsste es hinkommen. Gehen wir nach links. Ja, morgen ist Freitag. Bei mir jedenfalls. Beziehungsweise auch. Ich wünsche alles schönen Freitag und schönes Wochenende. Wenn ihr dort jetzt kommt. Aber ansonsten ist bei mir heute Donnerstagabend. Noch und bald Freitagabend. Normalerweise nehme ich ja so eine Woche nicht auf. Aber da ich ja am Wochenende im Mehrspielermodus mitspiele, mache ich das mal so. Testweise. Mal sehen, wie das klappt. Nächstes Mal habe ich ja Frühstück, da ist ein bisschen leichter, da nicht ganz so tragisch. Aber wieder in Anführungszeichen, naja, ist auch wurscht. Ich kann ein bisschen nach links fahren. Ja, was ich hier aussehe, das weiß ich auch nicht genau. Keine Ahnung. Ich brauche noch ein paar Bäume für meinen. Das ist typisch. Jetzt, wo ich gerade flügen will. Naja, jetzt müsste der andere sehen, ne? Das ist ja hier von Feld 10 sicherlich, ne? Ja. Ja, das muss sogar gemacht werden. So. Denn sonst. Seit meinem Anführungszeichen wird er ja nicht fertig, ne? Ja. Deswegen habe ich gerne Verbandarbeit, aber warum das nun nicht klappte auf Feld 37, damit auch bald die Meldung kommt, dass nachgefüllt werden muss. Das Weizen 38% Dünger und die Meldung kommt auch bald. Das reicht nicht. Dann fahren wir auch schnell hin. Nutzt hier auch nichts. Aber dann machen wir morgen weiter, ne? Ist also schade. Dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Grüße mal alle neuen Abonnenten. Ja, morgen geht's hier weiter. Am Samstag hier in Thüringen. Tschüss.